Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung. Einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Wieder die Schnäppchenangebote in Ihrer Fressnapf-Filiale. Reisetrinkflasche, die Kombination zwischen Trinkflasche und Wasserschale, jetzt ab 2,99 €. Katit-Trinkbrunnen, jetzt ab 19,99 €. Kühlendes Nass, auch als Nagertränke, jetzt ab 7,99 €. Und Real Natur Nassnahrung, jetzt 5 Stück plus ein gratis, ab 1,09 €. Das und viele andere Angebote ab Montag bei Fressnapf an der Wittichenauer Kreuzung. Fressnapf, alles für mein Tier. Sommer 2013. Es wird heiß am Partwitzer See. Das Seenlandfestival vom 5. bis 7. Juli bei Hoyerswerda. Am Freitag Party mit Weltstar David Guetta. Am fantastischen Samstag feiern mit Klee, OMD, Ich und Ichs einzigen Deutschlandkonzert und den fantastischen Vier. Und am Sonntag rocken mit den Toten Hosen und Deutschlands einzige Reunion-Show mit den Boomtown Rats erleben. Vom 5. bis 7. Juli 2013. Das Sommerfestival im Lausitzer Seenland. Es wird heiß am Partwitzer See. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, dem 1. Juli. Chemnitz hat gewählt. Am Sonntag waren die Einwohner der drittgrößten Stadt in Sachsen aufgerufen, den Chefsessel im Rathaus neu zu besetzen. Mit dem Ergebnis, die alte Oberbürgermeisterin ist auch die neue. Auf Frau Ludwig sind 63,84. Damit ist Frau Ludwig gewählt. Barbara Ludwig bleibt 7 weitere Jahre Oberbürgermeisterin der Stadt Chemnitz. Die SPD-Politikerin setzte sich im zweiten Wahlgang, für den die einfache Mehrheit genügt hätte, mit 63,8% der Stimmen durch. Herausforderer Ralf Burkhardt von der CDU kam auf 26,7%. Martin Kohlmann pro Chemnitz und Hans-Jürgen Rotsatz für die Volkssolidarität bewegten sich um die 5%-Marke. Barbara Ludwig, die seit 2006 den Chefsessel im Chemnitzer Rathaus innehat, kann sich jetzt weiter den begonnenen Projekten zuwenden. Das heißt, dass die Dinge, die ich angefangen habe, die ich auch vor der Wahl gesagt habe, die wir also weiter vorantreiben wollen, dass ich mit meiner ganzen Kraft und natürlich auch der Erfahrung, die ich habe, sie in Angriff nehmen will und ja, versuchen will, so viel Gutes wie möglich für Chemnitz zu schaffen. Bemerkenswert ist die geringe Wahlbeteiligung von nur 31,8%. Das heißt, nicht einmal jeder Dritte der rund 200.000 wahlberechtigten Chemnitzer hat seine Stimme abgegeben. Viele sahen das als Ursache des deutlichen Votums des ersten Wahlgangs vor 2 Wochen, als die Amtsinhaberin bereits die absolute Mehrheit knapp verfehlte. Natürlich wünscht man sich immer, dass mehr zur Wahl gehen. Aber bei 2 Wahlgängen, das zeigt sich ja auch in anderen Städten, ist das eben gelegentlich so. Somit konnten die Sozialdemokraten das deutliche Ergebnis am Abend feiern. Sie sehen den Wahlsieg als Bestätigung ihrer Arbeit. Doch nach der Wahl ist vor der Wahl.
So wirft die Bundestagswahl Ende September ihre Schatten voraus. Im Mai des kommenden Jahres stehen außerdem Kommunalwahlen in Sachsen an. Soweit zur OB-Wahl in Chemnitz. Wir sind gleich wieder mit aktuellen Meldungen vom Tage für Sie da. Kommen Sie zur Lausitzer Seenlandmesse am 6. und 7. Juli am Partwitzer See. Probieren Sie attraktive Freizeitangebote auf dem Land, in der Luft und zu Wasser. Erleben Sie die Vielfalt des Lausitzer Seenlandes am 6. und 7. Juli am Partwitzer See gleich neben dem Festivalgelände. Alle Infos unter seenlandmesse.de. Das Hochwasser hat unser Land schwer getroffen. An manchen Orten in Sachsen übertraf das Wasser sogar die Rekordmarken vom August 2002. Familie, Freunde und Kollegen mussten ihre Häuser verlassen. Aber das Hochwasser hat uns auch eines gezeigt. Wir Sachsen stehen zusammen. Tausende freiwillige Helfer, Freunde, Nachbarn, Kollegen und gänzlich Fremde haben Hand in Hand mit den Rettungskräften gegen das Wasser gekämpft. Wir haben unermüdlich unser Zuhause, unser Sachsen beschützt. Wir haben Sandsäcke gefüllt, Helfer versorgt und Betroffene aufgenommen. Wir haben zusammengestanden und gemeinsam konnten wir an vielen Stellen Schlimmes verhindern. Wir haben eindrucksvoll bewiesen, wir reden nicht lange, wir packen an. Wir haben allen gezeigt, so geht Sächsisch. In den nächsten Wochen und Monaten gilt es, mit der gleichen Energie weiterzumachen, die Schäden zu beseitigen und Sachsen wieder glänzen zu lassen. Wir danken allen Helfern. Ausstellung an diesem Wochenende auf der Seenlandmesse direkt am Partwitzer See. Neu und gebrauchte Wohnwagen und Reisemobile ab 900 Euro beim Wohnmobilcenter Sachsen. Finanzierung natürlich auch ohne Anzahlung durch Hausbank möglich. Kommen Sie zum größten Campingaussteller der Seenlandmesse, zum Wohnmobilcenter Sachsen. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Ich wollte nur Geld abheben. Da! Einfach immer da, wenn man einen braucht. Das Sparkassen-Girokonto mit 25.000 Geldautomaten. Wenn's um Geld geht. Na, na, na. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Der Prozess gegen den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König in Dresden schlägt weiter hohe Wellen. Heute hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse die Einstellung des Verfahrens gefordert. Postkarten und Plakate von kirchlichen Initiativen unterstützen das mit einer bundesweiten Solidaritätskampagne. Der Jugendpfarrer soll bei Anti-Nazi-Protesten in Dresden zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen haben. Stichhaltige Beweise dafür hat der Prozess bisher nicht geliefert. Mehr Aktuelles vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Afrikanische Live-Musik passend zur Kulisse gab es am Sonntag im Hoyerswerder Zoo. Neu eröffnet wurde das Zoo-Restaurant Sambesi, das einen langen Dornröschenschlaf hinter sich hat. Oberbürgermeister Stefan Skura, Zoo-Kulturchefin Carmen Lötsch und Restaurantleiter Arthur Kusper schnitten das rote Band durch. Das Sambesi lädt jetzt täglich zu den Öffnungszeiten des Zoos wieder mit Speisen und Getränken zum Verweilen ein. Für Kinder ist es ein Eldorado, können sie doch nach Herzenslust auf dem Indoor-Spielplatz toben und klettern. Mit einem Ständchen begann am Samstag die Feier zum 50. Geburtstag des Fanfarenzuges Hoyerswerda im Jugendclubhaus Ossi. Gäste von München bis Berlin überbrachten Grüße, Glückwünsche und Präsente, so auch die Fanfarenzüge Potsdam und Dresden. Seitens der aktuellen Stadtverwaltung Hoyerswerda hatte nicht ein Vertreter Zeit.
Hoyerswerdas ehemaliger Oberbürgermeister Horst-Dieter Bremich sagte, der Fanfarenzug ist das Ampelmännchen der Stadt, das man über die Zeit gerettet hat. Der Fanfarenzug ist ein großes Kapitel Musikgeschichte Hoyerswerdas. Dokumentiert wurde das mit vielen Fotos und Erinnerungsstücken in einer riesigen Ausstellung. Im Industriegelände in Hoyerswerda wurde am Samstag gefeiert. Seit 20 Jahren gibt es dort das Autohaus Kieschnick. Viele Gäste waren der Einladung gefolgt und kamen, um zu gratulieren, mitzufeiern und das umfangreiche Programm zu nutzen. Der Fanfarenzug hatte am Vormittag das Fest eröffnet. Neben den aktuellen Volvo- und Ford-Modellen war er meist dicht umlagert, der Ford Mustang 500 GT. Etwa 650 PS stark und dementsprechend laut. Gaukler, Hexentheater und Puppentheater begeisterte am Sonntag viele große und kleine Zuschauer im Loser Ortsteil Mordgar. So hatten die Betreiber der Jakobitzburg zu einem Mittelaltermarkt geladen, der neben Unterhaltung auch sehenswertes Handwerk aus früheren Zeiten bot. Die in den vergangenen Jahren im mittelalterlichen Stil errichtete Burganlage entwickelt sich offenbar zunehmend zu einem Besuchermagneten. Energie soll auch in Zukunft für die Sachsen bezahlbar bleiben. Dafür hat sich heute Ministerpräsident Stanislaw Tillich auf dem Energiegipfel in Dresden ausgesprochen. Dafür kamen Experten aus Energiewirtschaft, Wissenschaft, Politik und Industrie zusammen. Wir fragen nach bei Stanislaw Tillich, welche Themen standen beim Energiegipfel auf der Tagesordnung? Wir haben uns heute mit den Konsequenzen der Energiewende auseinandergesetzt. Ziel soll ja sein, die Bezahlbarkeit, die Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die Versorgungssicherheit durch Energie. Und ich hatte Unternehmen eingeladen, die sowohl Energieerzeuger wie Energieversorger wie Energieverbraucher sind, die Wissenschaft und die Gewerkschaften. Und insgesamt eine Diskussion, die sich um Themen gerankt hat, wie schaffen wir es, die Versorgungssicherheit auch zukünftig zu gewährleisten. Bedarf es und in welcher Richtung eine Überarbeitung des EEG, was müssen die Ziele sein? Und als Drittes, wie sieht es um den Netzausbau aus? Wie viele neue Netze brauchen wir, wo Energie an anderer Stelle erzeugt wird, wo sie verbraucht wird? Und das waren die großen Komplexe. Was nimmt der Freistaat aus dem Energiegipfel mit für die Zukunft, besonders im Hinblick auf die Energiewende? Ja, zum einen haben wir mitbekommen oder mitgelernt, wir werden zukünftig auch mit der Erzeugung der konventionellen Energie aus Braunkohle eine Zukunft haben, weil es zukünftig noch ca. 60.000 Megawatt an konventioneller Leistung braucht. Wir in der gegenwärtigen Situation davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren nicht nur die Kernkraftwerke bis zum Jahre 2022 auf Null gehen werden, sondern darüber hinaus auch noch Kraftwerke vom Markt gehen werden, weil sie ihre Lebensdauer erreicht haben. Das heißt, also sie werden aufgrund von technischer und technologischer Grundlagen vom Netz genommen. Das ist die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, dass wir ganz gut aufgestellt sind, gerade auch mit unseren regionalen Energieversorgern, die sehr viel in neue Netze investiert haben. Wir deswegen auch also es ermöglichen können, zu günstigen Konditionen oder Preisen Strom vom Erzeuger auch regional abzunehmen, um ihn dann an die Stelle zu transportieren, wo der Verbraucher sitzt. Und das Dritte, was ich gelernt habe, ist, dass wir auch die Energieeffizienz in den Unternehmen weiter in den Vordergrund stellen müssen, aber auch im privaten Bereich, weil Energieeffizienz löst uns alle diese Fragen, von denen ich gerade gesprochen habe. Keine Energie, die nicht erzeugt und die nicht verbraucht wird, muss nicht einer Lösung harren, sondern sie ist dann für jeden und für alle Beteiligten günstiger. Auch Energieeffizienz wird bei aller Diskussion um Energieerzeugung auch eine wichtige Rolle spielen. Danke, Herr Tillich, für diese Informationen. Die Drehscheibe ist gleich wieder für Sie da. Attraktive Standorte im Seenland, Gästewohnungen für Touristen, Wohnungsangebote für Familien mit Kindern und junge Leute, genossenschaftliches Leben und vielfältiges Miteinander, Geselligkeit und Kultur, Lebensräume, Ihre Genossenschaft im Seenland. Informieren Sie sich auf der Lausitzer Seenlandmesse an diesem Samstag am Partwitzer See oder im Netz unter lebensräume-hy.de und bei Facebook. Ihre Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren.
Zum Frühstückstreff für junge Muttis lädt am Dienstag das Team vom Mehrgenerationenhaus Südtriff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda ein. Treff ist 9 Uhr. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda stehen am Dienstag Trainingseinheiten für die Einradnummer und der Feuershow des Kinderzirkus Cravatino im Programm. Los geht's 14 Uhr. Und im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda findet am Dienstag der erste Familientag statt. Er beginnt um 16 Uhr. Nachts von Westen her schauerartiger, teils gewittriger Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Am Dienstag zunächst wolkenreich und noch gebietsweise Schauer oder Gewitter, nach Osten abziehend, später längere Aufheiterungen und meist trocken, Höchstwerte 20 bis 24 Grad. Das war die Drehscheibe für Montag. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin wünscht Ihnen das Team der Drehscheibe einen schönen Abend.